Frage 1. Was behindert Sie bei der Verwendung digitaler Technologien? Ich bin aufgrund meiner spastischen Lähmungen oft nicht in der Lage, eine normale Computertastatur richtig zu nutzen. Oder ich habe zum Beispiel auch eine Sehbehinderung und kann dadurch auch vieles nicht lesen. Also das sind die Dinge, die schwer sind. Frage 2. Was macht es Ihnen leichter, auf die digitale Welt zuzugreifen? Dass es mir im Grundsatz leichter fällt, auf die digitale Welt zuzugreifen, verwende ich eine kontrastreiche Tastatur. Diese Tastatur ist gelb mit schwarzen Buchstaben. Dadurch kann ich besser sehen. Ich verwende auch einen Screenreader, um mir manche Texte vorlesen zu lassen. Ich kann auch ohne Screenreader arbeiten. Dann verwende ich die Bildschirmlupe. Die Bildschirmlupe gibt es auf jedem standardmäßigen Computer. Ich nutze dennoch auch manchmal sehr gerne ein iPad, weil es von der Bedienung her sehr viel einfacher ist für mich. Frage 3. Welche Chancen und Möglichkeiten bieten Ihnen barrierefreie Technologien? Je barrierefreier das Internet ist, desto leichter fällt es mir, das Internet zu nutzen und beispielsweise leicht erklärte Texte zu finden oder mich in Social Media Kanälen bewegen zu können. Ich verwende aber auch gern Sprachtutorials auf YouTube, da ich mich sehr für Sprachen interessiere und begeistern kann. Meine Hilfsmittel zur Nutzung von digitalen Medien helfen mir schon sehr viel, doch manchmal ist es immer noch notwendig, dass eine zweite Person hinzukommt, die mir hilft, weil es immer noch Dinge gibt, die leider nicht ganz barrierefrei sind.